Elements CAD für Vectorworks ist ein äußerst leistungsfähiges Tool, welches sich in jegliche Vectorworks-Version, egal welche Ausbaustufe, welches Baujahr oder Sprache integrieren lässt. Elements CAD verfügt über zahlreiche branchenneutrale oder aber auch innenausbauspezifische Funktionen und Werkzeuge wie den 3D-Rahmen für Eckbänke oder Vertäfelungen, 3D-Theke oder 3D-Objekt aus Polylinie. Letzteres Tool ermöglicht, wie Sie hier sehen, sogar das Erstellen von gebogenen Möbeln oder Schränken. Bestandteil von Elements CAD ist neben einer umfangreichen Zubehörbibliothek auch der Zugriff auf die Branchensoftware Elements AV und das CNC-Programm Elements CAM. Diese Programme ermöglichen, damit man A im Shareware-Modus von Elements AV grafisch ansprechende Holzlisten oder B in Elements CAM Reader benutzerspezifische Bohrbilder erstellen kann. Um die dreidimensionale Raumplanung zu erleichtern, hat Elements CAD auch parametrische Fenster oder parametrische Türenobjekte mit an Bord. Das Schrankmodul in Elements CAD ermöglicht die Definition von spezifischen Möbeln auf einfachste Art und Weise. Hier haben wir die Möglichkeit, direkt über die Infopalette die etwaigen Schränke zu definieren. Im Feld Schranktyp können wir so bereits vorab Abschrägungen und diverse Schranktypen links schräg, rechts schräg oder aber auch dachschrägen Schränke definieren. Wir sehen hier mehrere einzelne Schränke aneinandergereiht und in der Infopalette von Vectorworks haben wir die Möglichkeit, auf Schrank konfigurieren zu klicken. An dieser Stelle haben wir die Möglichkeit, dass wir grafisch sehen, welche Details hier noch einstellbar sind. Diese einzelnen Reiter können aber auch direkt in der Infopalette mit den Checkboxen angesprochen werden. Wir sehen hier eine enorm große Auswahl an Zubehörbeschlägen, wobei die Bohrbildkonfiguration wiederum per Rechtsklick vonstatten geht. Hier sehen wir also die Möglichkeit der Zuweisung individueller Bohrbilder und an dieser Stelle haben wir eben auch die Möglichkeit, eigene individuelle Bohrbilder zu definieren. Indem wir auf Öffnen klicken, wird automatisch Elements CAM mit dem entsprechenden Bohrbild geladen und hier haben wir ganz einfach die Möglichkeit, selbst Änderungen oder Einstellungen vorzunehmen. Die Zuweisung von Materialien erfolgt ebenfalls im Kontextmenü oder per Doppelklick, wo wir dann in einem eigenen Dialog Renderworks-Texturen, aber auch Materialien, Oberflächen oder Kanten zuweisen können. Die Übergabe von Stücklisten erfolgt über den Exportbefehl Stückliste erzeugen. Und derlei Stücklisten können dann direkt in Elements AV eingelesen werden. Hier haben wir äußerst komfortable Möglichkeiten, die Stücklisten grafisch auszugeben, mit oder ohne Kantenbild, zusammengefasst und dergleichen. Selbstverständlich können wir hier auch Materialbedarfslisten oder weitere Formulare ausgeben. Eine spezifische Reihenschrankfunktion ermöglicht uns, dass wir ganz schnell und einfach die gewünschten Einzelschränke zusammenfassen können
um diese dann per Menübefehl zu einem einzigen Schrank zusammenzufassen. Das neu entstandene Objekt 3D-Reihenschrank sorgt für durchlaufende Platten, Mittelseiten, Böden oder Sockel. Der Vorteil ist, dass jegliche einzelne 3D-Schränke nach wie vor ganz frei bearbeitet werden können. Wie wir hier sehen, werden sämtliche Änderungen sofort beim 3D-Reihenschrank-Objekt aktualisiert. Über diverse Exportbefehle in Elements CAD besteht die Möglichkeit, einerseits die 3D-Schränke oder freigezeichnete Bauteile auf Einzelebenen abzuleiten. Wir sehen hier den 3D-Schrank, wo nun einzelne Bauteile mit den Bohrungen ausgegeben wurden. Darüber hinaus können wir diese Bauteile auch direkt an Elements CAM exportieren, um hier wiederum die einzelnen Bauteile abzuleiten. In den Einstellungen zu Elements CAM haben wir die Möglichkeit, alle gängigen Maschinen- und Postprozessoren anzusteuern. Wir sehen hier die Ausgabe des Schranks in VoodooWOP. Das mittlerweile fest in Vectorworks integrierte Renderworks dient uns, um fotorealistische Darstellungen auszugeben.